Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Up in Gardens and Shepherds. Heute sind wir in Jena in dem Botanischen Garten und ich führe euch jetzt einfach mal rum. Hier sind auf jeden Fall so viele interessante Sachen, da weiß ich den Namen gar nicht. Also müsst ihr selber mal gucken. Aber ich finde es halt schon mal sehr interessant hier. Hier steht auch eine schöne Palme. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja jemand. Schatz, guck mal. Den haben wir ja. Aber, also ihr kennt ja unseren, aber der ist halt schon ein anderes Maß. Hier blüht auch was. Was, eine Cordyline? Mhm. Oh, und die blüht. Cordyline. Und die blüht übelst. Mhm. Wahnsinn. Wenn man da unsere Cordyline dagegen sieht. Und einen Baum fahren. Oder? Mhm. Australischer Taschenfarn. Mit den Licht ein bisschen doof, aber der Stamm ist schon echt mächtig. Hier haben wir Cyca revoluta, leider ohne Blüte. Ja, und da hinten Musella lasiocarpa. Für die alle, die die Blüte noch nicht gesehen haben. Ja, so blüht die. Vielleicht uns auch irgendwann. Aber die ist schon echt mächtig und hat auch viele Kimbel. Granatapfel. Mhm. Mhm, aber keine Früchte noch. Jetzt kommt das Paradies. Jetzt. Wahnsinn. Oh, ich hab auch gerade ein fetter Blöde. Die ist schon geil. Jetzt muss ja gucken, dass ich hier keine Menschen drauf habe. Ich muss gucken, dass ich keine Leute drauf habe, deswegen. Was das? Keine Leute drauf. Was denn von Leuten? Cyca circinalis. Und die hat eine Blüte. Aber man sieht sie gar nicht. Und Ali, wie gefällt's dir? Ali. Ach, hier, sie wacht so klein. Hallo?
Jetzt sind sie weg. Das sind die kleinen Wachteln, die hier rumlaufen. Ach, da hinten kommen gerade noch welche. Vielleicht laufen sie gleich hier lang. Und, laufen wir? Wo ist der Wachtel? Ist der Wachtel sein? Da. Da. Also die dürfen hier frei rumlaufen. Und ich glaube, da hinten kommt dann irgendwann noch ein Schild, wie die richtig heißen. Ich weiß nicht, ob das japanische Wachteln sind. Auf jeden Fall sind die richtig süß. Also die dürfen hier richtig frei rumlaufen. Richtig niedlich. Würde ich auch gerne haben. Bei den Hühnern mit rein. Ja, mal. Auch was richtig Schönes. Bambusa vulgaris, gewöhnlicher Bambus. Hier sieht man nochmal einen neuen Austrieb hier. Ist auf jeden Fall richtig schön gemacht hier in Jena. Ach, hier sind sie auch wieder. Ja. Wie gesagt, die laufen hier rum. Ist auch, habe ich mal einen Beitrag gelesen, ist gut fürs Ökosystem hier drin. Ne? Ja, die sind so mini, mini. Baum, da reißen sie. Ja. Das ist ein Ding. Ja, warte. Pass auf, hinter dir. Also hier ist auf jeden Fall auch Baum der Reisenden, der bis da hoch geht. Hier ist doch Vanille, oder? Hm, das ist Vanille. Ja. Und riesig. Ist das eine Kokospalme da? Nee, ne? Also hier fließt auch nur Wasser lang. Was ist das? Ja, genau. Kokosnuzifera. So kann das Ganze auch mal aussehen. Bei uns hält sich die leider nicht. Wir haben jetzt schon 3 oder 4 Versuche gehabt. Hier eine Strelitzia. Die Alba. Also Baumstrelitzia. Die verstecken hinter dem Blatt. Hm. Riesige Blätter. Also auf dem Video sieht man das gar nicht so, aber die sind wirklich riesengroß. Sabal ist das. Was? Sabal. Sabal. Ja, aber so. Die ist auch schön hier. Ja, für mehr, ja. Oder? Hier ist eine Plumeria. Hier sieht man auch schön, wie die Zyka wächst. Ist richtig schön schief. Die ganz große, die ist dann auch noch eine ganz große Base. Hier haben wir die Bananen. Das ist die Base und das noch verraten.
Dann müsste auch eigentlich doch bald unser Mango kommen. Guck mal, das ist ein Sumatraner. Nee, echt? Hier sieht man auch mal, was für Ausmaße ein Philodendron haben kann. Also wie riesig, wenn ich jetzt mal mit einer Hand so. Wahnsinn. Hier sind Dwarfs. Das ist doch die Mango, Mango oder? Mango. Ja. Oh, und die ist riesig. Und eigentlich, was für ein dünner Stamm da ist. Schon gestützt mit Draht, wirklich. Ja. Hier haben wir Papaya mit Früchten dran oben. Und da hinten nochmal Bananis. Oh, ist die riesig da hinten. Mhm. So, ich stand gerade eben vorne, mal vorne, Luther Acuminata. Also die ist bestimmt, wie hoch wird die sein? Ja. Riesig. Könnten von 10 Meter fast sein. Colocasia gigantea. Colocasia gigantea, die haben wir auch. Aber Ali, halt mal deine Hand auf das Blatt. Was mach. Wie riesig das ist. Oh, auf jeden Fall ist das sauwarm. Ja. In die ganzen Fahne. Da hinten sitzt sogar ein Schmetterling. Da, guck mal, setzt er sich. Da. Also hier ist auch was Schönes. Ja, der ist auch schön. Und jetzt wird's voll. Da probiere ich mal zu filmen, aber ich weiß nicht, ob es geht. Ich wollte die Mein Mutter.
Ah, hier ein Schraubenbaum. Da ist ein Schraubenbaum. Und der hat sogar Früchte dran. Ganz viele. Die sind nur Teilzeit. Das ist auf jeden Fall auch was für kleine Kinder, wegen den ganzen Schmetterlingen. Es ist wunderschön hier. Also für jeden, der in der Nähe von Jena wohnt, auf jeden Fall ein Gang hierher mal wert. Und da drüben, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die ist auch richtig schick, die Palme. Mit so rotem Stiel. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt die rote Stielpalme ist. Ich müsste mal gucken, vielleicht steht da auch ein Schild. Da laufe ich jetzt mal hin. Ich war mir nicht sicher, ob es die ist. Sehr schön den roten Stiel. Oh, hier ist ein Schmetterling gerade. Wir glauben, dass das hier die Wasserbanane ist. Also die Früchte sehen auf jeden Fall so aus, wie so Bananen. Und hier unten ist das Schild. Vielleicht wisst ihr das ja, hier ist auch gerade ein anderes Schmetterling. Da waren wir gerade. So, jetzt hier einmal noch die kleine Runde hier draußen. Hier sieht man eine schöne Fortuna. Eine ganz kleine. Hier hat man einen Teich. Die packen wir ein. Die fehlt uns nämlich noch. Kleine Jubaya. Und die nehmen wir auch mit. Geil, wenn man die kaufen könnte. Hier hat man auch eine Strelitzia reginae mit Blüte. Und die schönen Seerosen. Ah, die sind schön, guck mal die Seerosen an. Die sind schick. Und da drinnen? Die Banane. Hier ist eine Washi. Oh, die sieht komisch aus, die Washi.
Was ist das? Steht nichts da. Ja. Hier wieder eine Reginae mit Blüte. Hier mal Trachy. Gehen wir mal hier lang. Immer kleine Nanis. Also das ganze Gelände ist auch noch viel größer. Da sind dann auch verschiedene Rosen und so weiter. Aber dadurch, dass halt heute hier auch eine Veranstaltung ist, ist das zu viel Menschen. Und mein Handy ist gerade abgestürzt. Hier war es eigentlich zu warm heute. Deswegen ist jetzt mit Danny da hinten schon mal noch das Chamarobso Milles. Eine schöne Rose mit ganz vielen Ablegern. Ja. Interessant ist nochmal hier der Eukalyptus. Ja, von den Blättern sieht uns dann ähnlich. Ja. Aber das ist ja klar, du Da fand ich den Corvinus, der sah nicht so aus wie uns. Nee, gar nicht, gell? Aber obwohl es. Aber das sind ja auch Samen gewesen, die du von irgendwoher hattest. Ja. Ich habe was davon gehört. Ich habe den auch gefragt. Also könnte unsere dann auch wachsen, wenn man nicht mal kappen. Ja. Leider hat uns ja noch keiner geantwortet auf unsere letzte Frage im Gartenrundgang. Also wenn das jemand sieht, kann man denn den Drachenbaum kappen? Und wenn ja, wie macht man es am besten? Also es wäre echt super, wenn ihr uns da mal einen Kommentar oder so schreibt, wenn da jemand eine Ahnung hat. Ansonsten, wie gesagt, brauchst du es jetzt von dem Video. Das ganze Gelände ist halt, wie gesagt, viel größer, aber durch die Veranstaltung sind jetzt zu viele Menschen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr in der Nähe wohnt, schaut einfach gerne mal hier vorbei. Ist wirklich wunderschön. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und genießt die Sonne. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst den Daumen nach oben da, setzt einen netten Kommentar drunter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.